Okay, hier mal meine schlanke Wunschliste für das perfekte Autotune-Plugin für Rap und für Gesang. Als erstes hätte ich gerne ein Hilfsmittel, mit dem ich die Tonart von meinem Song rauskriegen kann, weil ich nicht so gut bin in Harmonielehre. Als zweites dann gerne einen einfachen Modus, mit dem ich mal eben schnell Autotune machen kann und dann vielleicht noch einen Live-Modus, dass ich direkt mit Autotune-Effekt einsingen kann. Dann vielleicht noch einen fortgeschrittenen Modus, wenn man mal ein bisschen mehr in die Parameter einsteigen möchte und vielleicht kann man damit ja auch noch die eine oder andere Harmoniestimme für seinen Chorgesang machen. Und für schwierige Stimmen wäre doch so ein grafischer Modus nicht schlecht, wie bei Logic Pro X, wo man sogar die einzelnen Noten noch anfassen kann, die man eingesungen hat. Das Ganze kombiniert mit ein bisschen Little Alter Boy, damit meine Stimme entweder klingen kann wie Godzilla oder aber auch wie Mickey Mouse und wenn es geht unter 60 Euro. Gibt's nicht, ne? Doch. Gibt's doch den Crispy Tuner und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und schauen wir mal in die Spotify Top 20, dann wirst du dort eine ganze Menge Musik finden, die ohne den Autotune-Effekt quasi gar nicht denkbar wäre. Vom subtilen Einsatz bei einem Sänger, der vielleicht ein bisschen besser singen soll, als er es eigentlich kann, bis zum volle Pulle-Einsatz bei einem Autotune-Rapper wie Bowser oder wie Apache 207 oder, das ist gar nicht so viel bei ihm, ne? Oder bei Loredana oder bei T-Pain zum Beispiel aus dem internationalen Umfeld. Das sind Sounds von diesen Rappern, die ohne den Autotune-Effekt quasi gar nicht denkbar wären. Also ein Grund, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man da an ein Plugin denkt, denkt man natürlich als erstes an den Platzhirsch, an Antares Autotune. Kostet aber über 300 Euro, glaube ich, in der Pro-Version. Gibt auch eine günstigere Variante. Aber so in dem Genre ist das natürlich der Platzhirsch. Dann gibt es noch Melodyne und Revoice Pro als Tonhöhenkorrekturen. Dann gibt es noch eingebaute Varianten in DAWs sogar oder kostenlose Plugins. Aber warum soll man dann eigentlich Geld ausgeben, wenn es kostenlose Varianten gibt. Ich habe ja schließlich hier auch schon mal eine vorgestellt im Kanal. Ganz einfach, es gibt im unteren Preisbereich durchaus ein paar Plugins, die so richtig was zu leisten vermögen, die gut klingen, die wirklich ein tolles Interface haben, brandneu am Markt sind und wirklich eine ganze Menge Features auch mit reinbringen, auch in die Bedienung. Und da gehört vor allem als erstes der Crispy Tuner dabei. Brandneu, gerade am Markt, erschienen in der Version 1.09, die wir uns heute anschauen. Und der Crispy Tuner ist mir wurde mir ehrlicherweise direkt vom Programmierer von dem Marius angeboten. Er hat gesagt, hier ist mein neues Plugin, schau doch mal drauf, vielleicht gefällt's dir und vielleicht hast du ja mal Lust, ein Video dazu zu machen. Und hier sitze ich auch schon, weil das Plugin ist wirklich ein Alleskönner, ein Vielkönner oder im Bereich Autotune tatsächlich ein Alleskönner. Ich habe ja gerade meine Wunschliste schon aufgezählt und die ist nicht von ungefähr so entstanden, sondern das sind alles Features, die tatsächlich der Crispy Tuner bietet und, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, unter 60 Euro. Einführungspreis bis Mitte Juli 2020 sogar nur, ich glaube, knappe 45 Euro. Und wenn du den Rabattcode RecordingBlock10 eingibst beim Bestellvorgang, dann kriegst du sogar noch 10% Rabatt für meine Premium-Mitglieder, übrigens für Leute, die sich in meinem Premium-Bereich angemeldet haben, da findet ihr sogar einen Rabattcode, mit dem ihr sogar 20% auf den Einführungspreis kriegt. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuschauen. Falls du noch kein Autotune-Plugin haben solltest, wäre das meine Empfehlung. Warum? Schauen wir uns gleich mal direkt im Beispiel an, denn es gibt wirklich eine ganze Menge zu entdecken. Vom Simple Mode, den selbst ein kompletter Noob, der sich selber als Noob bezeichnen würde, sofort einstellen kann und sofort tolle Autotune-Effekte bekommen kann. Vom Fortgeschrittenen, der wirklich einzelne Parameter einstellen kann. Man kann damit Harmoniestimmen generieren, man kann damit klingen wie Godzilla oder wie Mickey Mouse oder dazwischen oder wie meine Schwester kann ich klingen damit und man kann sogar noch tiefer einsteigen. Der große grafische Modus, der erst in der Antares Pro-Version von Autotune dabei ist, in der Autotune Pro-Version, so rum ist es richtig drin, ist für über 300 Euro. Auch der ist damit eingebaut, also wirklich ein Plugin, ein Alleskönner und dann auch noch das kostenlose Zusatztool, mit dem du die Stimmung, die Tonart von deinem Song rauskriegen kannst. Feature-Liste, die wirklich quasi unendlich erscheint und das in einem Plugin, das wirklich zu dem Preis meiner Meinung nach nicht am Markt zu kriegen ist. Warum das so ist, was das alles kann und wie sich der Live-Modus vor allem anfühlt, wie man also damit direkt live einsingen kann, das schauen wir uns gleich am Beispiel an, hier in der Session. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir zeigst über den Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber und schauen mal, was kann
der Crispy Tuner. Los geht's. So, dann sind wir schon in der Session. Ich würde sagen, wir fangen auf der Wunschliste einfach mal ganz oben an. Oben stand auf jeden Fall die Tonart von meinem Song herausfinden. Und es gibt ein schönes kleines Hilfsmittel, auch in Plugin-Form, was mitgeliefert wird mit dem Crispy Tuner. Und das nennt sich Scale Finder. Den lade ich jetzt einfach mal hier in meinen Mucke-Komplett-Bus. Du weißt ja, wenn ihr mir schon etwas länger folgst, dass ich vor allem zwei Hauptbusse am Schluss kurz vor dem Masterbus habe, nämlich einen Mucke-Komplett-Musik-Komplett-Bus, wo nur die Musik drüber läuft, und ein Bus Vox-Komplett oder Vocals-Komplett, wo nur die Stimmen alle komplett drüber laufen. Beide Busse führen dann auf den Masterbus, wo die zusammengeführt werden, und der Vorteil ist, dass du halt nur die Musik mit einem Klick auf den Solo-Button hier direkt hören kannst und dann die auch entsprechend zur Verfügung hast. Machen wir mal, wir klicken hier auf Solo, hören jetzt nur die Musik, und der Scale Finder hier noch in der Version 1.0.4. Ich weiß allerdings vom Programmierer Marius schon, dass eine neue Version in den Startlöchern ist. Diese hier findet jetzt eine Tonart raus. Die neue Version findet aber direkt die zwei nächstwahrscheinlichen Tonarten heraus. Das ist natürlich großartig. Falls der Scale Finder vielleicht doch ein kleines bisschen daneben liegen sollte, wovon ich in der Regel nicht ausgehe, sagt er dir auf jeden Fall auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann gleich noch, welche vielleicht die nächstmögliche sein könnte. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn er, sagen wir mal, C-Dur findet und die parallele Moll-Tonart zu C-Dur ist A-Moll, also C-Dur, und die parallele Molltonart ist A-Moll, dann würde er dir wahrscheinlich sagen, hey, ich habe C-Dur gefunden, aber vielleicht ist mit 2% weniger Wahrscheinlichkeit auch A-Moll die mögliche Tonart. Dann kannst du das direkt ausprobieren, ist doch wunderbar. Wir gucken jetzt mal, was der Scale Finder hier herausfindet, und spielen mal die Musik ab und mal gucken, wie viel Takte er tatsächlich zum Entdecken der Tonart braucht. Gehen wir mal voll drauf hier. Zack, das waren 1, 2, 3, 4 Takte hat er jetzt, glaube ich, gebraucht. Da kommt noch ein Delay hinterher. Und gefunden hat er Gis Natural Minor, also Gis Moll hat er herausgefunden. Das ist doch schön, ne? Und das Coole ist jetzt hier an diesem Scale Finder, hier unten gibt es einen Knopf, der heißt Send to Crispy Tuner. Solltest du also schon eine Instanz offen haben oder zumindest schon mal in einen Kanalzug reingeladen haben, dann schickt er direkt die gefundene Tonart rüber auf alle Crispy Tuner Instanzen und du brauchst es nicht mehr händisch eintragen. Allein dieser Gedanke ist schon wirklich großartig. Machen wir mal, wir nehmen mal diese Hauptstimme hier, ich mache das Solo mal aus, und wir nehmen mal die Hauptstimme, die ich hier habe, und laden da einfach mal einen Crispy Tuner rein, müssen wir ja eh, und den schiebe ich hier mal rein unter den ersten Equalizer. Ich habe hier einen Equalizer zum Aufräumen und direkt dahinter, normalerweise sagt man das Autotune-Plugin direkt in den ersten Slot, aber ich habe hier nur einen Aufräum-EQ mit einem Low-Cut, das können wir da durchaus hinpacken. Also, der Crispy Tuner ist reingeladen, und dann gucken wir mal, dass wir jetzt nochmal eben kurz den Scale Finder hier öffnen. Ich mache den mal kurz fest hier, da Scale Finder. Da, und jetzt schicken wir einfach mal hier Send to Crispy Tuner, drücken wir mal drauf und zack, hat er hier direkt passend geändert. Auch hier ist jetzt Gis Natural Minor, also Gis Moll, eingetragen. Wunderbar. So einfach kann es mittlerweile sein, eine Tonart herauszufinden. Und das Tolle ist, ich habe das jetzt mal hier in diese Stimme reingeladen, die ich hier eingesungen habe. Und so viel darf ich dir verraten. Ich habe mir nicht besonders viel Mühe gegeben, also gerade zu singen. Mit anderen Worten, ich habe dafür gesorgt, dass dieses Autotune-Plugin auch ordentlich was zum Korrigieren hat, damit man auch schön diesen Autotune-Effekt hören kann. Ne? Und wir sind hier in dieser Simple-Ansicht. Du siehst hier oben schon Simple, Advanced und Graphical. Das sind die drei unterschiedlichen Modi, die man hat. Simple, ganz einfach, damit man mal eben schnell Autotune einstellen kann. Advanced für Fortgeschrittene und Graphical, also grafisches Interface. Gucken wir gleich auch nochmal genau drauf, wo du dann nochmal in die einzelnen Noten einsteigen kannst. Und hier sind noch Live, wo du dann gleich live einsingen kannst, wenn du das möchtest, direkt mit dem Plugin drauf, machen wir gleich auch noch. Und Mixing ist jetzt die Einstellung, die wir brauchen. Simple Mode. Und wir hören einfach mal, was er jetzt hier mit der Einstellung hier herausbringt aus unseren Vocals. Und ich verschone dich mal mit der ohne Autotune eingesungenen Variante. Wir hören mal direkt, was er hier macht. Immer wieder, wenn ich dich was fragen will, gehst du mir aus dem Weg und legst dich still zum Chillen ab. Dreh mich schon stundenlang allein im Kreis und weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Wunderbar. Einwandfreier Autotune-Effekt schon mal. Wir haben hier auf der rechten Seite haben wir einen Knopf, einen simplen, einfachen Knopf, mit dem man das Ganze einstellen kann. Von subtle, also subtil, also kaum merkbar, bis extrem. Und wir stellen das Ganze mal hier auf extrem. Du siehst, ich kriege hier immer so einen Hinweis, was der Knopf macht. Ne? Ich kann hier oben bei der Help-Funktion auf der rechten Seite kann ich einstellen, ob ich diese Hinweise sehen möchte. Ich mache die jetzt mal kurz aus, weil die nerven ein kleines bisschen, wenn man schon alles weiß, alle Knöpfe schon kennt. Aber du kannst dir, wie gesagt, wenn du hier Help aktivierst, kannst du dir jeden einzelnen Knopf
angucken, was der genau bewirkt. Wenn du es dir also nicht merken kannst, einfach Hilfe anmachen. Sehr, sehr praktisch. Hilfe mache ich jetzt mal aus. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir hier den Knopf von subtil auf extrem stellen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Immer wieder, wenn ich dich was fragen will, gehst du mir aus dem Weg und legst dich still zum Chillen ab. Dreh mich schon stundenlang allein im Kreis und weiß Bescheid, es ist soweit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Perfekt. Das ist genau der Effekt, den man im Prinzip haben will. Ganz schnell eingedreht, eben nur einfach die Tonart herausgefunden, eingestellt und zack auf extrem gestellt. Einfacher geht's eigentlich nicht. Hier unten sind noch zwei Knöpfe, mit denen man einstellen kann, wie lange er eine Note akzeptiert, bevor er auf die Idee kommt, dass es vielleicht eine andere sein könnte. Hier 10 Millisekunden steht bei Time und bei Pitch ist das gleiche wie die Zeit, nur dass man es überträgt, wie viel die Note vom Original oder von der gefundenen Note abweichen muss, damit er interpretiert, dass es vielleicht eine andere Note sein könnte. Da kann man schön mit rumspielen, aber im Prinzip reicht eigentlich schon dieser Adjust Turning Strength, Tuning Strength, also dieser Knopf, mit dem man also quasi die Intensität einstellen kann für das Plugin. Du siehst, das Ganze ist in Englisch. Ich muss den Marius, glaube ich, nochmal fragen, ob es da auch eine deutsche Variante von geben wird, aber kann ich mir gut vorstellen, dass er das in einem weiteren Schritt dann auch nochmal macht, falls du des Deutschen nicht so mächtig sein solltest. Das ist der Simple Mode. Mit dem einfachen Modus kann man also rucki-zucki mal eben was hier mit einem Autotune-Effekt versehen. Wenn wir mal auf den Live-Modus gehen, kann ich dir auch sogar zeigen, dass du das direkt live anwenden kannst. Ich habe hier mal eine Spur eingestellt, wo ich den Crispy Tuner reingeladen habe. Der steht schon auf live und ich habe hier ein Mikrofon mir liegen. Ein schönes Sennheiser MD441. Ich setze jetzt mal einen Kopfhörer auf, damit du das auch hören kannst. Und jetzt mache ich das Mikro mal an. So, jetzt hörst du meine Stimme über dieses Mikrofon. Und das ist doch vom Feinsten. Wir können jetzt damit auch direkt über den Autotuner hier singen. Und das mache ich einfach mal. Ich mache mal einen Teil aus der Strophe. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt. Hab mich dran dumm gestellt, damit es bleibt, wie es war. Doch um ein Haar hätte ich verpasst, den Stecker rauszuziehen und endlich rauszufliehen. Sonst bleibe ich hier noch liegen. Und bei diesen ganzen Zieheffekten. Entschuldigung, bei diesen ganzen Zieheffekten kannst du natürlich auch direkt hören, was da passiert. Ich mach's noch einmal. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt, hab mich lang genommen der Text ist wirklich schwierig. Selbst geschrieben und so blöd, dass ich es nicht hinkriege. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt, hab mich lang dumm gestellt, damit es bleibt, wie es war. Doch um ein Haar hätte ich fast den Checker rauszuziehen und endlich rauszufliehen, sonst bleibe ich hier noch liegen. Und man kann den Effekt dabei schön hören, wie es tatsächlich funktioniert. Ich mache das Mikro mal wieder aus, setze den Kopfhörer ab. Du siehst also, der Live-Effekt ist wunderbar. Man kann damit wirklich den Autotune-Effekt nutzen wie ein Instrument. Und natürlich kann man noch tiefer einsteigen. Wir können ja mal auf den Advanced-Modus gehen. Können mal gucken, was hier im Display zu bieten ist. Und da siehst du, es ist nicht mehr ein Knopf, mit dem man alles einstellen kann, sondern drei verschiedene. Und hier wird dann mit diesen drei Knöpfen hier oben wird dann nochmal eingestellt, wie genau du einsteigst in die Stimme. Correction ist, wie stark er korrigiert. Mit Tightness ist, wie genau er dann auf diese gefundene Note geht. Sag mal, wenn du ein C gesungen hast und er korrigiert dann auch auf dieses C drauf. Ob er dann wirklich voll auf das C drauf geht oder ob er vielleicht so ein, zwei Cent daneben liegt, kann man so ein bisschen Human Touch, auch so einen menschlichen Faktor mit reinbringen. Und die Transition ist dann, wie schnell er quasi reagiert auf das Ganze. Es lohnt sich also tatsächlich auch mit diesen Reglern mal rumzuspielen. Und du siehst, hier unten ist auch, hier ist wieder eingestellt, welche Tonart wir haben hier als Basis. Und hier unten drunter sieht man eine kleine Tastatur. Da kann man dann sagen, in welcher Range, sagt man auf Englisch, in welchem Tonumfang er eigentlich suchen solle. Weil es ist ja durchaus möglich, dass ein Autotune-Plugin auch mal mit der Analyse falsch liegt. Und je kleiner der Tonumfang ist, auf dem das Plugin suchen muss, umso genauer kann er natürlich auch zielen. Du kannst dann hier einfach die Tastatur auf der linken Seite einfach mal anfassen und dann verschieben. Und dann kannst du den Bereich auswählen, den du für deine Stimme, die da gerade einsingt, entweder deine oder die von deinem Talent, kannst du dann genau einstellen, wie groß der Tonumfang eigentlich ist. Jeder Mensch hat irgendwie einen gewissen Tonumfang, aber wenn du im Rap zum Beispiel bist, bewegst du dich meistens so innerhalb von 5, 6, 7 Tönen, vielleicht maximal eine Oktave, dann kannst du hier auf der rechten Seite, kannst du dann durchaus dann ein bisschen kleiner ziehen, damit das Plugin nicht ganz so viel rechnen muss und so viel schätzen muss, welche Note das dann tatsächlich ist. Also sehr hilfreich. Wir haben dann hier tatsächlich auch noch auf der rechten Seite das, was ich schon angesprochen habe, ein kleines bisschen Little Alter Boy. Das heißt, du kannst die Formanten
deiner Stimme, den Sound deiner Stimme auch noch übertragen. Du kennst das vielleicht, wenn du deine Stimme einfach mal in der Tonhöhe anhebst, dann klingt die so ein bisschen wie Mickey Mouse. Und um diesen Effekt wegzukriegen, kann man die Formanten auch korrigieren. Ich blende mal hier ein, was genau Formanten sind. Da muss ich dir das jetzt nicht en Detail erklären. Es ist nämlich gut zu wissen, was Formanten sind. Also, du kannst das hier einstellen, wie viel tatsächlich vom Sound deiner Stimme übrig bleibt oder ob du dann bei den Tonhöhenveränderungen tatsächlich klingst wie Mickey Mouse. Und ich spiele mal kurz ab, dann kannst du ja mal kurz hören, wie das genau klingt, wenn man einen Mickey Mouse Effekt hat. Dazu muss ich allerdings wieder auf den anderen Kanal gehen, darf jetzt hier nicht durcheinander kommen. Nehmen wir den wieder, den ersten, mit dem wir gearbeitet haben. Und da gucken wir mal hier im Advanced Modus dann. Ich spiele einfach mal ein kleines bisschen mit den Formanten rum und du kannst mir dann mal drunter schreiben, welchen Sound du am liebsten magst. Also ich bin gespannt. Normalerweise mag ich meinen Sound, meinen eigenen Sound am liebsten. Immer wieder, wenn ich dich was fragen will, gehst du mir aus dem Weg und legst dich still zum Chillen ab. Dreh mich schon stundenlang allein im Kreis und weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Das Coole ist, da kann man wirklich coole Sounds machen, kann man komplett anders klingen, wie man eigentlich ursprünglich klingt. Das heißt, wenn du eine etwas tiefere, coolere Stimme haben willst, kannst du es damit genauso hinkriegen, wie natürlich eine etwas höhere Stimme. Und wenn du mal hier unten links guckst, da findest du den Knopf Detune. Da kannst du deine Stimme sogar noch in der Tonhöhe insgesamt verändern. Kannst natürlich in Halbtonschritten. Hier steht jetzt 0 Cent, 1 Cent. In 1 Cent Schritten kann man das machen. 100 Cent sind ein Halbton. Das heißt, wenn du 12 Halbtöne, also eine Oktave nach oben gehst, wären das dann entsprechend 1200 Cent und die drehe ich jetzt mal nach oben, also 1200 Cent. Jetzt klingt meine Stimme ohne Formantänderung so. Muss ich jetzt starten, da. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt, hab mich lang dumm gestellt, damit es bleibt, wie es war. Ne, die Formanten sind weitgehend eingehalten. Es klingt so, als wenn ein echter Mensch singt und nicht einfach Mickey Mouse. Aber wir können ja nochmal rumspielen mit den Formanten. Immer wieder, wenn ich dich was fragen will, gehst du mir aus dem Weg und legst dich still zum Chillen ab. Dreh mich schon stundenlang allein im Kreis. Schon was Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt. Und du siehst, man kann mit so einer Transposition von der eigenen Stimme, zum Beispiel um 12 Töne nach oben und mit ein bisschen vom Mann spielen, kann man komplett anders klingen und du würdest nicht schätzen, dass ich das eingesungen habe. Also eine schöne Spielwiese neben dem reinen Autotune. Wenn du das gar nicht nehmen würdest, das Autotune, und nur hier die Formantveränderung nehmen würdest, kannst du deine Stimme auch komplett anders klingen lassen. Das ist natürlich ziemlich cool, weil dann brauchst du ja nicht immer verschiedene Sänger einzuladen, sondern du kannst auch einfach deine Stimme für eine große Gang-Vocal, also wo viele Leute gleichzeitig singen, kannst du auch einfach mal über das Formant-Shifting hier deine Stimme verändern. Also ein wunderbares Spielzeug. Und als nächstes haben wir dann hier vor allem diesen wirklich, wirklich sehr... wie nennt man das, sehr wertvollen, einen sehr, da gibt es auch ein Spezialwort für, da gibt es einen sehr mächtigen, so, das ist das richtige Wort, einen sehr mächtigen Faktor, das Transpose. Transpose transponiert deine Stimme nicht einfach nur auf irgendeinen Ton, sagen wir mal 2 Halbtöne hoch, 3 Halbtöne runter oder sonst was irgendwie, sondern Transpose funktioniert tatsächlich im Zusammenhang mit der Tonart, die gefunden wurde. Das heißt, hier können wir jetzt gleich mal ein bisschen rumspielen und ein natürliches Intervall wählen, was immer genau in der Tonart drin bleibt, die du ausgewählt hast. Wenn wir hier zum Beispiel Gis-Moll haben, dann wird immer nur eine Note über den eigenen Gesang gesetzt, die aus diesem Tonspektrum, aus dieser Tonleiter dann auch rauskommt. Dadurch hast du zum Beispiel keine Dissonanzen, wenn du arbeitest. Da gucken wir uns mal direkt am Beispiel an, und zwar dann im gesungenen Teil. Ich habe hier auch noch einen gesungenen Teil aufgenommen, den wir mal eben hier kurz markieren. Dann können wir da auch mal reinhören und kann ich dir mal kurz vorspielen, wie das Plugin auf Gesang klingt. Ich habe hier eine Gesangsspur, da ist auch der Crispy Tuner drauf und der klingt so. Sauna Girl, du bist alles, was ich hab. Oh, Sauna Girl, komm, leg dich nochmal ab. Sauna Girl, komm, gib mir noch einen Kuss. Also wirklich der klassische Autotune-Effekt, einwandfrei umgesetzt, dann in der richtigen Tonart hier noch erkannt und dann hilft es wirklich, mit so einem mächtigen Tool zu arbeiten. Aber ich wollte dir ja nicht hier den Autotune-Effekt auf Gesang zeigen, sondern ich wollte dir den Autotune-Effekt ja auf einer Harmoniestimme zeigen. Dazu habe ich die Stimme dupliziert. Du siehst hier, ich habe einmal Vocal Ref und ich habe hier einmal Vocal Ref Oct. Da kann man zum Beispiel eine Oktave, also 12 Ganztöne oben drauf packen. Und da habe ich natürlich auch den Crispy Tuner drauf. Und das klingt, wenn ich das dann hier um eine Oktave anhebe, haben wir ja gerade auch schon mal gehört, klingt es so. Oh,
Sauna Girl, bis zum nächsten Aufguss. Ne, mach schon mal eine schöne Farbe auf den Gesang drauf, aber ich habe ja gesagt, Transpose wollen wir machen. Wir machen also hier den Detune-Effekt, stellen wir mal auf 0. Dazu halte ich die Alt-Taste und klicke einfach drauf und zack ist der Wert auf 0 gesetzt. Auch sehr praktisch und toll umgesetzt in diesem Interface. Und jetzt gucken wir mal, was das Transpose hier macht. Ne, ich stelle mal auch die Formanten hier auf 0 und dann gucken wir mal, was passiert, wie es klingt, wenn ich die Transpose-Funktion benutze und welche coolen zusätzlichen Stimmen ich da tatsächlich generieren kann. Also, los geht's. Sauna Girl, du bist alles, was ich hab. Oh, Sauna Girl, komm, leg dich nochmal ab. Sauna Girl, komm, gib mir noch einen Kuss. Oh, Sauna Girl, bis zum nächsten Aufguss. Ich mag auch 3 Steps hoch. Guck mal, wie das klingt. Sauna Girl, du bist alles, was ich hab. Oh, Sauna Girl, komm, leg dich noch. Moment, muss ich die Spur noch anmachen, dann können wir auch gucken, wie das genau klingt. Mach mal ab, Sauna Girl, komm, gib mir noch einen Kuss. Oh, Sauna Girl. Oder machen wir mal 5 hoch, mal gucken, wie das klingt. Sauna Girl, du bist alles, was ich hab. Oh, Sauna Girl, komm, leg dich nochmal ab. Können wir noch ein bisschen die, also du siehst, eine Riesenspielwiese, man kann sich wirklich furchtbar austoben bei der ganzen Geschichte. Ich mache mal das Playback wieder aus und wir spielen mal ein bisschen mit dem Formanten noch rum. Sauna Girl, komm, gib mir noch einen Kuss. Oh, Sauna Girl, bis zum nächsten Aufguss. Und das Coole ist halt, dadurch, dass ich die Spur einfach nur nochmal dupliziert habe, habe ich im Prinzip das gleiche Timing, die gleiche Stimme, eigentlich die gleiche Stimme und trotzdem in einem anderen Tuning, also in einem anderen Intervall zur Originalstimme und über die Formanten auch noch in einem komplett anderen Sound. Das heißt, du kannst darüber wirklich komplett fette Chöre generieren und du musst natürlich den Autotune-Effekt jetzt nicht so heftig einsetzen, wie ich das jetzt hier gemacht habe, sondern spiel einfach dann mal hier mit Correction, mit Tightness und mit Transition, spielst du einfach rum. Das kann auch dann durchaus deutlich organischer klingen und klarer, dann hast du die Sprünge zwischen den einzelnen Noten nicht und kannst damit wirklich ganz tolle Sachen machen. Kannst auch den Autotune-Effekt komplett weglassen und nur dafür sorgen, dass du die Transpose-Funktion benutzt, um deinen Chor ein bisschen zu schleifen, falls dein Sänger wirklich gut singt oder du gut singst oder dein Talent, nicht Sänger, so wollte ich ja nicht mehr sagen, ne? Ich wollte nicht mehr unterscheiden zwischen Sänger und Sängerin, sondern wollte immer Talent sagen, aber da kannst du auf jeden Fall dich unfassbar austoben, ganz fette Chöre mitmachen, einfach indem du hier mit diesen Parametern rumspielst. Wunderbar. Dann haben wir noch den grafischen Modus, den ich ja noch versprochen habe, reinzugucken. Und der grafische Modus ist tatsächlich, ich glaube, das machtvollste Tool, was du dann haben kannst. Denn du hast nicht einfach, du bist nicht einfach ausgeliefert der Automatik, sondern wie du hier sehen kannst, das Plugin ist direkt quasi in dieser Form jetzt im Moment per Rewire direkt angebunden an den Host, also in diesem Fall an Studio One, kriegt aber demnächst noch eine ARA-Erweiterung, das heißt, du brauchst noch nicht mal mehr die Tracks einlesen oder sonst was irgendwie. Er zeigt dir automatisch hier im grafischen Modus, zeigt er dir die Spur an, die du gerade bearbeitest und du siehst jetzt hier die einzelnen Noten, die er gefunden hat. Und die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, das sind die Noten, die er gefunden hat, aber wenn wir da mal kurz auf Solo gehen, warte, ich mache mal nur die eine Spur an, die wir jetzt hier gerade offen haben, dann sehen wir zum Beispiel diese eine Note, die wir jetzt hier haben. Wir hören mal kurz rein, wie die klingt und ich kann hier einfach auch in diesem Fenster einfach mal anspringen und du siehst, das Transport-Ding hier oben, also der Transportstrich geht auch mit dem, was ich hier im Plugin-Fenster anzeige. Auch sehr praktisch, springt direkt mit. Und wir hören mal, wie diese lange Note hier eigentlich klingt im Moment. Starte ich mal. Komm, leg dich nochmal ab. Und wenn ich jetzt feststellen sollte, die Note, die passt mir, die hat er gut erkannt, aber ich möchte vielleicht eine andere Note haben, dann kann ich die einfach mal, das mache ich jetzt mal einfach so und schiebe die einfach mal einen Halbton hoch. Klingt jetzt nicht gut, aber du verstehst, was ich meine. Wir hören nochmal kurz. Leg dich nochmal ab, Sauna. Und du siehst, so kannst du wirklich einwandfrei in jede einzelne Note einsteigen und hast hier wirklich ein machtvolles Tool, mit dem du wirklich deine Stimme so bearbeiten kannst, wie du möchtest. Das heißt, du kannst den fetten Autotune-Effekt haben, du kannst die Formanten nutzen, du kannst subtil an der Stimmung von deinem Projekt arbeiten, von deinen Vocals. Es ist wirklich unfassbar viel möglich mit diesem Plugin. Und wie gesagt, das Ganze für einen charmanten Kurs von ursprünglich 60 € bis Mitte Juni
Juli runtergesetzt auf, ich glaube, 45. Und mit dem Rabattcode RecordingBlock10 kannst du es dann nochmal runterschrauben um weitere 10%. Und wie gesagt, habe ich auch schon, habe ich jetzt doppelt gesagt, wie gesagt, ne? Wie gesagt, wenn du Premium-Mitglied sein solltest, findest du im Premium-Bereich sogar noch einen Rabattcode, mit dem du sogar 20% runterkommst. Übrigens neben anderen Rabattcodes auch, die du da findest im RecordingBlock-Premium-Bereich, gibt es neben allen anderen Vorteilen, die du da findest, auch Rabattcodes für ausgewählte Plugins. Lohnt sich also auch da mal reinzuschauen. So viel von meiner Seite zum Crispy Tuner. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust auf das Plugin machen, unterstütz einen jungen Entwickler aus Deutschland und kauf dir diesen Crispy Tuner. Damit brauchst du kein weiteres Autotune-Plugin mehr. Meine Empfehlung auf jeden Fall für heute. Daumen nach oben. Ich verabschiede mich in die Sommerpause, wünsche dir eine tolle Sommerferienzeit und wir sehen uns dann spätestens nach dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen wieder. Mach's gut, bis dahin und Yassou!